Entschuldigen Sie, wir hätten mal eine kurze Frage. Ja? Wie fanden Sie denn das Konzert? Es hat richtig weh. Aber wird die Show stattfinden? Nein. Okay. Also geht nicht. So auf Messer schneide. Jeder, der das guckt, soll ja auch was lernen. Hä? Erstaunenswert. What? Wie sagt man? Und zwar spielen wir jetzt ein kleines Try Not to Love. Und darum sieht man mal, dass ja bei uns Intelligenz ganz groß geschrieben wird. Morgen. Guten Morgen. Hier an einem wunderschönen sonnigen Tag in Künzelsau. Ja, jetzt nach Österreich und Schweiz geht's jetzt endlich los in Deutschland. Wir haben Johannes seinen Geburtstag gefeiert, im Bus noch ein bisschen angestoßen. Dann sind wir aus dem Bus ausgestiegen, standen vor einer riesen, fetten, schönen Bühne. Guten Morgen, Novi. Guten Morgen. Diese Räume 10 und 11 sind für uns. Das ist unsere Garderobe, wir wollen immer wertvolle Kunst. Überall Kunst, ich glaube, wir sind hier wirklich in einem Museum. Das können wir uns dann mal angucken. Was gibt's denn? Es gibt einen frisch gepressten Saft und da ich weiß, dass ihr alle das immer trinkt, müsste ich jetzt, um für euch alle zu bedienen, müsste ich jetzt hier Stunden machen. Deswegen mache ich nur einen für mich. Ist ein bisschen zu viel Ingwer, aber komm, frischer Ingwer. Am Morgen verschreibt Kummer und Sorgen. Ist das so Standard? Machst du das jeden früh? Nee, natürlich haben wir das nicht immer dabei. Ich genieße das immer sehr, wenn das mal im Catering steht, weil ich das super schön finde. So, danke Steff. Nein. Ist ja mein Saft schon mal fertig? Hallo. Ganz schön meine. Gemein, wenn man sich das macht, ne? Und dann will jemand anders das auch. Wie fandst du die Inside the Bands bis jetzt? Habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, cool. So, Leute, die ersten Deutschlandkonzerte liegen vor uns. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als hier Müsli zu essen. Leute, wir müssen uns stärken. Ich hatte gestern übrigens noch eine bittere Erkenntnis, Johannes. Dass wenn du ja älter wirst, dass ich ja auch älter werde. Okay, Leute, und daran sieht man mal, dass ja bei uns Intelligenz ganz groß geschrieben wird. Das ist auch eine ganz wichtige Botschaft bei Inside the Band. Jeder, der das guckt, soll ja auch was lernen. Das ist ein millionenwertes Ding. Echt jetzt? Das ist Basel jetzt. Heute ist eine Riesenbühne. Wir haben lange nicht mehr auf so einer großen Bühne gestanden. Findest du es mir auch immer wieder erstaunlich, was hier nötig ist, damit so eine Band spielen kann? Naja, eigentlich, also normalerweise bräuchte man ja nicht so viel. Ne? Aha. Also wir könnten ja auf dem Boden spielen. Klar, die Anlage, die Boxen braucht man, aber das andere drumherum, wir bräuchten auch jetzt eigentlich kein Dach. Ne? Also man kann es so richtig minimalisieren. Gibt es das Wort? Ja, klar, gibt es. Minimalisieren. Stephanie, findest du es auch immer erstaunenswert? What? Wie sagt man? Findest du es nicht auch immer erstaunlich, right, wie viel nötig ist, damit so eine Band spielen kann? Also überhaupt Bands im Allgemeinen? Na, ich glaube, dass das auch vor allen Dingen die letzten Monate auch vergessen wurde, als es in Richtung Pandemie ging. Wir brauchen wirklich viele liebe Leute, die uns helfen, damit wir überhaupt, damit so eine Bühne steht, damit das alles hier drumherum so funktioniert. Und deswegen, wir sind sehr, sehr froh, dass wir unsere Crew wieder mit uns haben. Soundcheck. Okay, sollen wir? Wollen wir mal? Keine Ahnung, was willst du mir sagen? Thomas habe ich auf der 27, Johannes auf der 30. Check. Da kommt er runter. 1, 2, 3, 4, Johannes. Jetzt ist das Vocal da. Im Hinterwald. Ich muss das auf 1 und es ist immer noch so krass laut. Ganz komisch. Kann er nicht spielen. Nee, ist richtig. Mach mal die Ohren kaputt. Keine Chance. Ja, kriegen wir alles hin. Jetzt kommt's wieder. Und die Welt steht still hier im Hinterwald. Louis, der Soundcheck war jetzt nicht ganz so optimal, ne? Viele technische Probleme, oder? Ja, viele technische Probleme. Ich habe noch nie so laute Spratze an meinem Ohr gehabt. Das hat richtig weh. Aber wird die Show stattfinden? Ja, mal gucken. Mal gucken. Soundcheck war ein bisschen tricky, war ein bisschen verspätet, weil es gibt halt immer noch ganz viele Sachen, die noch nicht wieder so flutschen wie vor 2 Jahren. Da fehlen hier und da noch mal ein paar Helfer oder in unserer Crew gibt es ab und zu auch immer noch ein paar Ausfälle. Umso krasser ist natürlich die Leistung der Leute, die dann hier wirklich extra Schichten schieben und so. Das wirklich, um uns zu ermöglichen, dass wir abends als Künstler und als Band auf der Bühne stehen können, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Auf ins Freibad! Das kann dir ja keiner ahnen, dass das hier so wunderschön ist. Hier entspannen wir jetzt noch ein kleines bisschen, genießen die Sonne und das Wasser, bis das Konzert losgeht. Hey Leute, ich bin's. Tommy macht gerade Pause. Ich habe das mal kurz festgehalten. Ist schon ganz schön anstrengend, so ein Inside the Band zu drehen. Ich sehe ihn ja eigentlich nur am Werken hier für euch. Jetzt haben wir genug Kraft gesammelt. Jetzt ab unter die Dusche und dann ab auf die Bühne. Das hast du auch gerade gehört. Da waren so 2 Camper. Da lief leichtes Gepäck.
Quatsch. Yeah? Are you kidding me? No, I'm not kidding you. Was? Ich schwör's, ich hab mir das nicht geträumt. Crazy. Und zwar spielen wir jetzt ein kleines Try Not to Laugh. Oh, das ist doch scheiße, ey. Wirklich. Du musst versuchen, nicht zu lachen. Okay. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Was ist ein Ritter in einem Kannibalendorf? Dosenfutter. Von was träumt eine Katze nachts? Von einem Muskelkater. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Sehr gut. Wissen wir, was wird? Der war letztens cool, Novi. Dieses Meer nach vorne, wisst schon, Achtel. Meer sein ist auch klar. Zeit zu tanzen, bestes Leben heute. Übergang war super. Also nach nichts passiert, erstmal Luft holen. Entweder alles mit einem Abschlag, weil nichts passiert. Klar, klar. Okay, also wie jetzt? Ja, alles, was wir uns jetzt besprechen, merken wir uns ähnlich. Okay. Na gut, übel sie. Okay? Sind wir einen cremigen Plan? Fragen? Dann jetzt! Komm mal. Willst du das abnehmen? Geht los. Novi, kannst du mir eingefallen, kannst du mal kurz spielen, was du bei genauso spielst? Also Freunde, boah, es ist hell. Ich finde es persönlich immer ein bisschen strange, wenn man zur Bühne fahren muss, aber es geht diesmal tatsächlich nicht anders. Eine Menge Leute stehen da heute. Geht los. Los, warte mal, die Kamera, das ist ja alles so noch. Also wie ich sicher in den nächsten Wochen zitiert werde, ist dem Thomas die Gitarre gerissen. Das ist die ganze Gitarre gerissen. Wir hatten das schon mal erlebt. Nie alles ein. Nein, ja. Stefan wollte seine Seite gerissen. Ausgerechnet, fettes Drift. Leute, das ist alles technische Blabla. Das war eine geile Show, oder Novi? Jo. Bis zur letzten Reihe war da alles am Start. Das war großes Tennis. Ich fand vor allem, das ist voll cool. Wir fahren hier durch die Schlotte. Das ist ja lustig. Wir können ja noch mal winken. Wir fahren gerade durch die Hand. Können wir kurz anhalten? Entschuldigen Sie, wir hätten mal eine kurze Frage. Wie fanden Sie denn das Konzert? Wie fandet ihr es denn? Ich dachte so, wenn wir schon mal an euch vorbeifahren, wir können euch doch eigentlich auch fragen, wie ihr das Konzert fandet. Und einfach so spürbar, wie es Spaß gemacht hat euch und dass ihr nach so langer Zeit mit uns gespielt. Das hat so viel Spaß gemacht. Ey, wir haben es so gemerkt. Es war so schön, echt. So schön emotional. Danke, ja. Ich glaube, wir müssen mal raus. Okay, vielen Dank. Tschüss. Leute, ist das nicht cool? Man muss direkt die Leute fragen. Inside the Band 5. Beendet. Tschüss. Das ist ja an der Stelle für mich zick.